Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles X. Wir sind immer noch im Wohnviertel im Deliverance Park, wo wir letztes Mal mit Solan geredet haben, oder zumindest in der Nähe davon. Und machen uns jetzt zurück in das in den Verwaltungsbezirk, um dort unseren Skell wieder abzuholen, der uns letztes Mal von dieser blöden Kinikola zerkloppt wurde. Scheiß Vieh. Gut, das war jetzt gespielte Aufregung. Normalerweise reg ich mich richtig auf. Habe ich letztes Mal gar nicht, fällt mir auf. Naja, egal. Dann werden schon noch Projekte kommen, wo ich richtig ausrasten kann, irgendwann mal. Alles klar. Hängt auch immer dann von meiner momentanen Stimmung ab. Zur Zeit und vor allem jetzt gerade, wo ich mein Spezialwissen maximiert habe, habe ich richtig gute Laune. Wo bleibt denn jetzt der scheiß Fahrstuhl? Das treibt meine Kelle schon wieder... Was wollte ich sagen? Ich habe einen Blackout gerade, mir fehlt das Wort. Mein Gemüt? Mächtig in den Keller. Bleibt denn jetzt der scheiß Aufzug? Ah, okay, gut, ich habe ihn gar nicht gerufen. Da ist er. Bloß nicht bewegen. Alles klar. Das war ganz schön knapp. HB und ich sind die einzigen zwei Blöden, die hier ohne Skell rumlaufen müssen. Gleich ist HB wieder alleine. Ach, komm schon. Es gibt nämlich eine Harmoniemission, die ich auf jeden Fall abschließen möchte. Und zwar ist das die neu in NLA, wo wir hier Silica und Rock, hieß der glaube ich. Als wir die zurück nach NLA gebracht haben, gab es dann gleich noch eine Harmoniemission, die ich nicht gemacht habe. Warum auch immer. Keine Ahnung. Und die können wir jetzt gleich mal machen. Obwohl wir auch ganz kurz ins Noctilum gehen könnten, da ich da nämlich eine Mission habe. Gott, ich habe richtig viele Missionen. Hier, die nehme ich. Die Pioniergeist-Mission, und das geht eigentlich recht schnell, weil wir da... was waren das nur immer? Man sollte immer irgendwelche Items sammeln, und die habe ich jetzt, Gott sei Dank, schon. Ja, das ist mein Todbringer, hat noch zwei Versicherungen, klasse. Ich würde mal sagen, das geht ja ganz schnell eigentlich. Können wir machen. Jawohl. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt die Harmonie-Mission. Wir wissen nicht, wie lange die dauert und ich möchte die schon in einem Part möglichst abschließen. Wenn es geht. Leute, ich habe keine Lust mehr. Feuert ihr bitte ab sofort den Ladebalken an. Ich will nicht mehr. Er nervt einfach nur noch. Macht ihr das bitte demnächst. Indem ihr es entweder in die Kommentare postet oder einfach zu Hause vor euch hinschreit. Dahinter müssen wir. Oh, Mikronosan! Puff. Jetzt geht's los, richtig coole Harmoniemission. Glaube ich, müsste die richtige sein. Neu in NLA, ja, auf jeden Fall, da steht auch schon das mächtige Etwas. Maximale Teamgröße 4, nehmen wir HB mit. Ja, Elmar, Lin, Pflicht, natürlich. Ja, okay, gut, Feuer. Ich trinke einen Schluck in der Zeit, in der das lädt. Ah. I'm sorry. My answer must remain no. I still don't see how this is asking too much, considering what we've done for you. You must understand. We know that Rock is being pursued by the gang. And yet we offered him asylum here in NLA nonetheless, don't you see? In doing so, we have increased the odds of our city coming under attack.
Your people were in a state of war with the Ganglion long before we arrived. That is correct. Which is precisely why I'm proposing we unite against them. We don't ask him to fight alone, merely that he lends his strength to ours. Does that request seem so unreasonable? A being like Rock would be a great asset in the field. It would be a shame to see that go to waste. Are you making deals here, or threats? Hey, everybody! I simply propose a mutually beneficial agreement. I do not appreciate your characterizing it as a threat. Frage, inwiefern Rock mit der Vereinbarung geholfen wäre. Also erstmal ganz kurz, ich hasse diesen Fratzen, ja. Ich hasse ihn sowas von, dieser scheiß Schlipsträger. Ich könnte ihn, oh, einfach die Strahlenkanone nehmen, puh, Loch im Bauch. Und damit wäre Ruhe. Frage, inwiefern Rock mit der Vereinbarung, ja, hier, kontern. Fuck you, Mann. Yeah, Rock doesn't want to fight. And I respect his right to choose. He is welcome to refuse to contribute to this city and then leave it. That's horrible. Thank you, truly. But it is all right. What do you mean? Rock and I shall discuss the matter and come to a decision shortly. Is that satisfactory? Of course. I do hope you can both see reason in this matter. Don't worry about him. We have plenty of non-combatants around here. Blade membership is entirely voluntary. But I feel terrible for not fighting when I'm so big. It's just selfish, you know? It's not selfish, Rock. You are a kind and beautiful soul. Never be ashamed for choosing peace. Pretty lady is correct. Tatsu not fight once in whole life, and Tatsu never feels shame. Thanks, I think. Right here, Trick. I have an idea. Where are you going? Don't you worry about a thing. Just give me a little time. Ich finde ja, Tatsu war bei dieser Argumentation nicht unbedingt hilfreich. Dass er sich nicht schämt, ist schon klar. Es ist halt Tatsu. Silica hat eine Idee, wie sie und Rock sich besser in NLA einbringen können. Daraufhin ist sie in die Wildnis gezogen. Folge ihr und beschütze sie. Die Wildnis von NLA. Klar, der Deliverance Park. Gruselig. Jede Menge Monster lauern da. Finde heraus, wo im Verwaltungsbezirk in die Wildnis. Gott. Wir machen das jetzt ohne Scouts. Einfach nur, weil es irgendwie auch mal ganz cool ist, ohne Scout rumzulaufen. Im Verwaltungsbezirk. Ne, dann brauchen wir unsere Scouts. Das ist zum Laufen viel zu weit. Da steht er. Sprung und Schub. So, hier sollst du also irgendwo sein. Dann gucken wir uns doch mal ein bisschen um. Vielleicht macht sie jetzt den Generaldirektor kalt. Hoho, das wäre ja super. Really? Really? Das ist sie nicht. Ah, da, hier. Oh, da ist ja Solan. Aber diesmal müssen wir nicht mit ihm reden. Aber wo ist Silica hingerannt? Nee, das ist Gilotto. Hier vielleicht Wolf, Eleonora, nee. Trevor. Wo ist denn die nur hingerammelt?
Gut, wir bewegen uns hinaus aus dem Questgebiet. Das ist Tauler. Hm? Gehe zum Blade-Turm im Verwaltungsbezirk und sprich mit Kommandant Vantan. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das rausgefunden habe, aber finde ich okay. Ah, da ist er ja auch schon. Hey, Elma. Your crew saved that Celica girl a while back, yeah? That's right. Why? Did something happen? Well, she came by with this look on her face. Asked what a person has to do to become a Blade. And what did you tell her? Well, I was just joking that clearing a mission solo would be a good start, but... Suddenly, she looked all serious and just turned and headed off. That sounds like trouble. We've got to find her. Yeah, I figure. With that look, there's no telling what she might be planning, you know? You shouldn't tease people who ask serious questions. Bad mustache man. You're right, my bad. Let's just focus on finding her. She can't have left the city yet. Alles klar, Kommandant Vantan hast Mist gebaut. Bad mustache man. Wieder eine Ansage gemacht, der kleine Kerl. Jetzt müssen wir sie hier wiederfinden. Oh, ey. Vielleicht findet man das hier mit dem Skell schneller. Na kommt, gebt mir schon einen Hinweis. Verdammt, wo finden wir die denn nur? Ah, wo ist Rock? Gehe zum Eingang des Blade-Quartiers im Verwaltungsbezirk und sprich mit Rock. Ich glaube, den hätten wir gesehen, wenn wir hier lang gelaufen wären. Da sitzt er auch schon, weil er nicht stehen kann. Na doch, er würde hinpassen. What's wrong, Rock? Is it Celica? Yeah, she was talking all crazy. Said she was going to join Blade and make us both citizens of NLA. She's trying to work for both of us so I won't have to fight. I knew it. What do we do? She went to a place called Silvalum to pick Selenian Sage all by herself. What? That place is swarming with all kinds of terrible indigens. Not to mention the ganglion. Please, you gotta help her. Of course, Rock. She's our friend too. Okay, dann schwingen wir uns mal in unseren Skell und helfen der Celica, die einfach, ja, dummerweise ins Silvalum losgerannt ist. Einfach so, zack. Ich bin da mal weg. Was wir dann nebenbei mal machen können, wäre hier Südgipfel des Wahns. Da gehen wir jetzt hin und installieren dann erstmal den Sonde. Die können wir ja machen. Geht ja jetzt. Haben wir jetzt Mechanik 5 und dort in der Nähe ist sie dann auch gleich. Ist doch super. Super Idee, oder? Na los, komm schon. Alles klar. Dort ist es. Huch, das geht alles mit einem Klick, das überrascht mich total.
So, jetzt will ich erstmal gucken, was das Besonderes hat. Einnahmen A, Kampfunterstützung S und ein Aussichtspunkt. Na, das klingt doch schon wieder richtig super. Also wirklich super, meine ich damit. Hier ist ein Kantor. Oh Mann. Anselm, der alte Ehrwürdige. Ach du meine Güte. Bitte sag nicht, dass unser Gegner ein Sylot ist. Hier ist er, oder? Ich weiß nicht, ich mach mal das Vieh mal platt. Verdammt, falscher stand nicht hinter ihr. Na toll, ich hab's verfehlt. Das war's wohl dann nicht. Sie muss unter uns sein. Richtig. This is the place. According to this, Selenian sage grows in this cave. And Selica's already in there, huh? What the matter? Rock scared? No, I'm not. There's nothing to be ashamed of, Rock. I'm no fan of spooky caves either, believe me. It's just some bad people used to make me do some very bad things. They always kept me in a dark, cramped place when they took me around. This must be hard for you, huh? You can wait outside if it's easier. No, I'll go. I have to help Selica. Versichere Rock, dass ihr alles im Griff habt und er ruhig draußen warten kann, wenn er möchte. Sage, dass ihr Selica und Rock beschützen werdet. Ermutigen ist, glaube ich, besser, oder? Ermutigen oder beruhigen? That's really nice, but I can't ask you to do that. I have to help Selica myself. Rock, we want to help you, the same way you want to help her. And accepting help from your friends doesn't make you any less of a hero. I guess you're right. Okay, then. This nothing! Rock just need to be brave, like Tatsu, and everything fine. Now let's go find pretty lady. Das Grinsen von Rock sah gerade mal so bösartig aus, also so richtig brutal. Oh, da haben wir ja schon den Geheimpunkt gefunden, super. Das Vieh hauen wir jetzt einfach mal um, weil wir es können. Okay, jetzt sind wir auch die Jäger von diesen Viechern. Gut. Aber eigentlich müssen wir uns hier nicht mit denen rumprügeln, weil wir keine Erfahrung mehr da... Was ist denn jetzt los? You okay, Rock? Yeah, I'm fine. More bad memories? A little, but it must be a lot harder for poor Selica. What does Rock mean? Those bad people I told you about? The ones that used me? It was the Ganglion. I did something terrible to Selica's village. But she saved me anyway. And she's done so countless times since. So that's what happened. I have to help her. She came all the way out here for me. Then let's catch up with her before anything bad can happen. Yeah. Also jetzt wissen wir, dass Rock missbraucht wurde. Nicht besonders cool. Na, hier war doch irgendwo ein Durchgang. Jetzt
Jetzt haben wir irgendwas umgelaufen. Da hauen wir jetzt das Vieh erstmal weg. Oh. Da kam wohl Lin mit ihrem Berster an. So, das wirft den Gegner um. Der schläft nicht ein, so eine Scheiße. Ich habe auch jetzt von diesen Fähigkeiten hier noch keine einzige wirklich trainiert. Ich warte, bis ich damit komplett fertig bin. Ich bin ja noch nicht mal Rang 5. Oh, hier sind jede Menge Schätze. Das ist mir etwas unheimlich hier mit den Kantoren. Wir gehen später nochmal hier hin. Jetzt müssen wir erstmal Silica retten. Ah, da oben geht's weiter. Den nehmen wir mit. Das müsste Archäologie sein. Level 2. Ist ja gar nichts. Oh, was ist denn das für einer? Oh, wir haben sie gefunden. Das hat aber süß gequiekt, das Vieh. Der hat das Vieh einfach weggekloppt. Habt ihr es gesehen? Er hat es einfach so weggeworfen. Wow. Wir haben Schattenschaf gefunden. Sie sind jetzt hier wieder irgendwo emporgefleucht. So, hier, mach fertig das Ding. Och, das gibt's doch nicht. Wir sind jetzt schon wieder übelst vielen Viechern begegnet. Hau weg das Vieh, los! Ist das Vieh jetzt schon wieder da? Nee, das ist... Na, dann machen wir den gleich auch noch. It's on now. Close the distance.
Ja, das war jetzt nicht so schwer. Ja, da ist noch so ein kleineres Vieh plötzlich aufgetaucht. Umgehauen. Ja, super. Suchen wir hier mal noch die paar Schätze zusammen, die hier überall rumkullern sollen. Da unten. Ah, ich konnte es mir denken. Ach, verdammter Mist. Und tot. Da ist ja noch ein... Was ist denn das für einer? Oh, ein Kantor, verdammt. Leandro, der Scherzkeks. Der sieht nicht so aus, als würde er Scherze machen. Probieren wir es einfach mal. Weil die Kantore, die haben auch so ähnliche Angriffe wie... Die... Wie heißen sie? Die Simiusse hier, die Flammenfaust und sowas. Könnt ihr alles einsetzen? Voll dämlich. Los, die Sense! Ja, das war jetzt nicht wirklich viel Schaden. Oh Gott, ob wir den fertig machen können. Ich wollte den gerne fesseln. Ah, scheiße! Oh, verdammt. Na doch, gilt noch. Das Gut haben wir auch noch bekommen. Zack. Los, wir müssen das Vieh weghauen. Das kriegen wir hin. Ist jetzt hier noch so eine blöde Sakrifole aufgetaucht. Dann in der Höhle kann man aber auch noch so viel machen. Oh, der ist dauerhaft gefesselt. Dürfte jetzt noch einmal die Sense sein. Los! Jetzt noch die blöde Sakrifole hier weghauen. Ich hau einfach alles drauf, was ich habe. So, wir haben gewonnen. In die Höhle gehe ich später nochmal. Wir gehen jetzt erstmal zurück und reden mit Celica und Rock. Die übrigens hier irgendwo in der Nähe sind. Wie mir das von Tiernaff gerade verraten hat. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich einfach nur aus der Höhle raus. Ja, hier sind sie. Lasse lachend deine Muskeln spielen. Frage Celica, wie es ihr geht. Ja, wir sind hier kein Poser, wir sind besorgt. I'm quite fine, thank you. A few scrapes are nothing if it means being able to help Rock. But why are you all here? Same reason as you. A few scrapes weren't going to stop us from lending you a hand. Same goes for Rock, right? So, did you find the Selenian Sage? I did. Then congratulations. That means you passed. But only because you helped me. Ah, that doesn't matter.
Blades all work in teams anyway. Heck, we spend most of our time bailing other Blades out left and right. You're a true Blade now, Celica. And any who disagree will face angry and scary wrath of Elma. We should be getting back home. Sounds good. Home. Bestimmt Tatsu einfach mal so, also... Oh, hier ist so ein Kantor, der wieder so tut, als wäre er ein Baum. Wenn es ihm Spaß macht. Gut, Leute, ich würde sagen, hier beenden wir erst... Naja, nee, okay, das machen wir noch schnell. Ich möchte jetzt nicht den Part beenden und dann nächstes Mal nur noch mit Kommandant Vanheim sprechen müssen. Wir beenden das jetzt alles auf einmal und dann ist gut. Na los, gleich haben wir es geschafft. Oh Mann. Da ist er. Man, oh man. I can't believe you actually went out there on your lonesome. Thankfully, I had Rock's assistance. Not to mention Elma and the others. Look, I heard Elma's report. She told me about how you found that Selenian sage all by yourself. So, this means Celica passed Blade Test? Sure does, with flying colors. Yes! Congratulations, Celica. Thank you. But what does this mean for Rock? Can he stay too? Hmm? Well, since he's a Blade's family member, I don't see why not. Those ganglion scumbags are gonna be after us either way, right? I fear the matter isn't so simple. It's premature to say there is no chance of peace with the ganglion. We can't assume needless risk. What? But if you were to prove yourself an asset in ULA, it would be different. Oh, come on. How many times do we have to go over this? Rock isn't fighting. Stelle fest, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Rock wird kämpfen müssen, hartnäckig bleiben. Ja, auf jeden Fall. Hey, der Typ geht mir sowas von auf den Sack. Vor allem, wir haben den Lebensspeicher gefunden. Der Krieg ist vorbei. Luxor ist tot. Oh, Mann. Oh, is this the point where you offer to fight in his place? No, I won't have anyone getting hurt from me again. It scares me, but I'll fight. A noble offer. But productivity demands we all work in fields suited to our aptitudes. Huh? Then what? Right now, we have a severe shortage of heavy construction machinery here in NLA. I could offer a gentleman of your strength very favorable employment terms. But you still have the right to choose. You're free to contribute to building our city, or you can find a home elsewhere. Are you saying I can help without fighting? I am. Then I'll do it! That's wonderful, Rock. Bah, I knew you were up to something with all that sneaking and skulking around. I do not skulk, Jack. I was simply making the necessary preparations, as one must. Yeah, yeah. Careful, you'll make him blush. Sage Chao Zorn, dass du ihn falsch eingesetzt hast. Ach, verdammt, jetzt hat er auch noch was Gutes getan. So ein Mist. Warum kann ich hier nicht fertig machen stehen? Einfach umhauen. Dass du ihn falsch eingeschätzt hast. Nee, ich finde immer noch, dass der ein Arschloch ist. Cheers to you, sir. Tatsu was wrong about Suitman. Suitman is good friend. What are you going on about? Now he is blushing. If you'll excuse me, I have worked.
Maybe under all that bluster, he's just a big softy looking for a hug. Jetzt sogar mein Nachbar Elmer, also der war jetzt echt unnötig. So, damit haben wir jetzt nämlich Celica als Charakter. Yeah! Individuelle Technik 1, 0, 0. Individuelle Technik 2, finstere Verderbnis. Du hast die Messertechnik finstere Verderbnis erlernt. Cool. Gut, Leute, hier beenden wir den Part und nächstes Mal geht es dann an irgendeine andere Mission. Harmoniemission oder Terminalsmission. Irgendwas Cooles wird sich schon finden lassen. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein.